Ein traumhafter Abend. Ein traumhafter Turnierstart. Der erste wichtige Sieg für die großen Ziele. Wir haben natürlich den Abend genossen, ist klar. Die Stimmung und das ganze, die ganze Atmosphäre und die ganze, ja, wie das alles gelaufen ist, war schon sehr, sehr gut. Aber trotzdem irgendwie schon so ein bisschen der Fokus auf die neue Aufgabe. Das war so das erste Thema nach dem Spiel, weil bisher noch nichts passiert ist. Bei Johannes Vogtmann ist sogar am spielfreien Tag etwas passiert. Er hat einen neuen Verein. Nach der Eurobasket geht es für ihn nach Italien zu Olympia Milano. Zukunft geklärt, Kopf frei für die Gegenwart. Erstmal das Allerwichtigste ist, dass der Einsatz und die Leidenschaft und die Energie die gleiche bleiben. Das muss sich durch das ganze Turnier ziehen. Ja. Und dann haben wir natürlich in der Offensive noch einiges in der Hinterhand. Jetzt heißt es nachlegen. Das sagt sich so einfach gegen Bosnien. Anders als Frankreich kein Favorit, aber ein Team, das zum Spielverderber der Favoriten werden kann. Der Star Jusuf Nurkic, der viele gute Mitspieler um sich herum hat. Three very talented players and some good role players. I mean, it's a different type of team than France. Very good basketball team. Das deutsche Team muss wieder bis an seine Grenzen gehen und manche auch wieder über sich hinauswachsen. Wie Maodolo gegen Frankreich. 13 Punkte fürs Scoreboard und solche Szenen fürs Spektakel. Jeder Spieler kann was beitragen in dieser Mannschaft. Wenn eine gewisse Euphorie kreiert wird oder irgendwie sich entwickelt, dann wird es helfen, das Selbstbewusstsein jedes Spielers auch zu fördern. Und dann sind wir sehr gefährlich. Und hoffentlich bereit für den nächsten wichtigen Schritt bei dieser Heim-EM. Alle Spiele der Eurobasket live.